So. Dann müssen wir eben gucken auf der Map. Okay. Das ist alles wieder. Ach, scheiße. Wenn man dann rumläuft und ja, keine Orientierung hat. Du kannst mich mal, du kriegst mich sowieso nicht. Aua! Ich glaube, Takt. Wir laufen irgendwie in die falsche Richtung, bin ich mir sicher, dass es so ist. Alter! Scheiße, wir werden angegriffen! Von allen Seiten! Ab ins Wasser! Ihr Spackos, lasst mich in Ruhe. Alter, was ist denn los hier? Okay, gesprengt werden wir auch noch. Aber es wird langsam hell. Alter Falter. Kollegen der Nacht, wir haben echt ein Problem. Leck mich im Arsch, was haben wir uns denn hier alles angegriffen? Alter, wie hört sich denn das an hier? Scheiße, scheiße. So, wenn wir jetzt erstmal einen Augenblick warten und versuchen uns mal neu zu orientieren, leck mich fett. Alter Schwede, das war echt knapp. Das müsste gleich endlich hell werden. Da, ein fliegendes Monster. Buiu, weg ist er. Ich habe im Moment überhaupt keinen Plan, wo wir sind. Echt nicht. Überhaupt keinen Plan. Aber ich weiß, dass ich hier weg will. So, jetzt müssen wir nur gucken. Da ist hier dieser fliegende Skorpion. Oh, scheiße Dreck. Wenn wir Glück haben, überleben wir das dann. Jetzt muss ich erstmal an meiner... Was ist denn da oben? Die kämpfen da hinten. Okay. Seht ihr das? Dieses Gerumgef... Oh, shit. So. Erstmal in der Dampfe gezogen und jetzt kann es weitergehen. Hallo, wird mal hell jetzt. Ich würde vorschlagen, wir gehen in diese Richtung. Alter... Ah, wir haben es zumindest überlebt. Das ist ja schon mal etwas, ne? Was haben wir hier? Kartoffeln. Die können wir in den Ofen ballern. Ich traue mich nicht loszulaufen. Ich sag's euch ehrlich. Da oben ist auch so ein Viech. Wow, hier laufen ja nachts Kreaturen rum. Da krieg ich mir... Oh, scheiße. Was steht denn da? Was steht da? Oh, einen Fisch haben wir auch. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, was Großes, was wir nicht angreifen möchten.
Oh nee, jetzt. Alter, was ist das denn für ein Wetter? Es regnet in Strömen und ich sehe nichts mehr. Ey, das finde ich jetzt aber sehr unlustig. OMG. Oh Scheiße, haben wir ein Wetter erwischt. Wir sind... Und die Monster sind weg. Und da ist der Flieger wieder. Und da ist der Große jetzt da hinten. Oh mein Gott. Ich glaube, ich will hier nur weg. Kacke, was ist das für ein Wetter jetzt? So ein Wetter hat man noch nie in Minecraft. Sturm! Wenn wir darüber gehen, sind wir auf jeden Fall tot. Und im Moment weiß ich auch nicht, wo wir hin sollen. Weil ich sehe nichts. Könnt ihr jetzt mal aufhören mit dem Regnen, ne? Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Fackeln haben wir auch keine mehr. Oh mein Gott, wir sind so richtig im Popo gekniffen. Aber jetzt wird's langsam aber sicher hell. Oh shit, aber das war mal ein Wetterchen. Lecco mio fetto. So, jetzt warten wir mal hier, bis es ganz hell ist. Und dann gucken wir mal, sobald die Sicht ein bisschen besser ist. Nebel haben wir jetzt auch noch. Und die Monster sich hier verziehen. Dann gehen wir auch mal weiter. Aber es sieht nicht danach aus, als würde das Wetter besser werden. Scheiße. Ah, die Wolken müssen sich nur verziehen. So, schwupp, schwupp. Okay, wir versuchen mal unser Glück. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht. Vielleicht. Okay, das sind nur Schweine. Ach, ich liebe Schweine. Wir sind hier auch irgendwie im Sumpf gelandet. Und hier ist genau eine Höhle unter uns. Okay. Vielleicht kommen wir ja hier raus lebend. Oh, ich will hier raus. Ganz ehrlich, ich will nach Hause. Ah, la, la, la. So. Einfach in diese Richtung laufen. Und hoffen, dass wir hier was finden, wo wir rauskommen. Wo sind wir denn? Okay. Es könnte ja heute noch was werden. Könnte. Muss aber nicht. So. Aua. So, der Regen hört aber nicht mehr auf hier. Die Schweine verstecken sich auch schon unter den Bäumen. Ja, wir haben echt ein Problem. Weil ich keinen Plan habe, wo wir sind. So.
So. Ich glaube einfach, dass wir voll in die falsche Richtung laufen. Aber. Hier ist auf jeden Fall ein riesiger Berg. Wenn wir da hochkämen. Glaube ich, wäre das schon mal gar nicht so schlecht. Ein bisschen Erde haben wir ja nicht unbedingt, aber so einen Block haben wir. Kinders, wir haben echte Probleme. Alter. Ich glaube, mehr als verlaufen, als was wir hier gemacht haben, kann man schon nicht mehr. Oder? Ich glaube nicht. Okay, jetzt haben wir hier noch Stein. Das hilft uns auch nicht. Das hilft uns nicht. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir irgendwie zum Wasser kommen. Oh, wo bist du denn? Ach, Kühe. Aber das sieht sehr, sehr schlecht hier aus, weil hier ist irgendwie überhaupt kein Wasser. So, schwupp, schwupp. Ist mal schlecht, wenn man keinen Stadtplan hat. Hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja, wir haben keinen Stadtplan. Und der scheiß Regen hört auch nicht auf. Leck mich fett hier, was soll denn der Scheiß? Sind wir so weit in die falsche Richtung geflitzt? So, jetzt sind wir hier im Wasser. Aber dadurch, dass es so dunkel alles auch ist und so eingeschränkte Sicht, man eingeschränkte Sicht hat. Ist das natürlich alles nicht ganz so einfach. Ja, ich glaube, in diese Richtung ist ganz gut. Ich meine nämlich, unsere Koordinaten waren irgendwas mit 830. Bin mir zwar nicht ganz so sicher, aber vielleicht haben wir doch noch Glück. Kleiner Penner. Jetzt hast du aber lang genug hier gewartet auf uns. Und Attacke! So. So. Ist da unsere Burg? Nee. Irgendwie nicht, ne? Oder? Warte, warte, warte. Schaffen wir es doch. Ich bin mir nicht so sicher, aber sind wir so am richtigen Platz, am richtigen Flecke? Man weiß es noch nicht so ganz, ne? Ich glaube da. Ja, wir haben es gefunden! Ach, Kinas. Ach, geh doch mal hier raus, du Spacko, ey. So, wir haben es geschafft. Alter Schwede. Das war um Haaresbreite. Da sind wir jetzt hier 3 Stunden unterwegs gewesen für.
Wow, aber es sieht stark aus mit dem Wetter auf jeden Fall. Das muss man mal einfach anstandslos sagen. Ui! Wie ist die Lage in der Nation hier? Sehr schön. Sehr schön. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde pofen. Das war echt knapp. Du kannst nur nachts schlafen. Ist nicht nachts. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben sonst nicht viel geschafft. Aber wir haben eine riesen Rundreise gemacht. Leg mich in den Tisch. Und wir haben es überlebt. So, dann holen wir uns eben noch ein paar Sachen hier raus. So. Nehmen wir uns mal so ein 64er Stick Dings mit. Und dann nehmen wir mal die hellen hier mit. So. Tschüss. Alter Schwede. Ey, das war ja mal die Höllentour. Und da laufen Monster draußen rum. Ey, das. Nee, nee. Da kriege ich mir einen Anfall. Es ist immer noch dunkel. Okay, dann werden wir erstmal hier ein Päuschen machen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Und fangen dann an, hier oben uns ein bisschen was auszubauen. Gucken wir mal, was da so noch auf uns wartet. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, Tschüssikowski!